Gisela, mach mal die Türe zu. Ich habe auch gedacht, können Sie das auch später verschieben? Ich habe gedacht, es wird weniger, es wird immer lauter. Ja. Rellerelle rührt den Brei, bricht den Löffel nicht in zwei. In den 50er Jahren haben Sie das Geschäft Ihres Vaters übernommen, der Briefmarkenhändler war. Ja. Meine erste Frage, was war Ihre erste Begegnung mit dem Briefmarken sammeln? Ich hatte die Bekanntschaft schon als Kind, bevor ich in die Schule ging, gemacht, weil mein Vater als Arbeitsloser sich dann mit Briefmarken beschäftigte und die zu Geld machte. Und da kaufte er von der Post Kiloware, das sind ausgeschnittene Paketkarten, wo Briefmarken drauf waren. Die Post verkaufte diese herausgeschnittenen Briefmarken, wo dann eben die Adressen von den Adressaten nicht mehr drauf waren. Also die hielten schon die Namen geheim, bloß die Briefmarken waren ausgeschnitten und die wurden dann per Kilo verkauft. Und die kaufte der beim Postamt Dresden als 16 und das waren immer 30 Kilo Packungen und die kosteten wohl 50 oder 60 Reichsmark damals, so ein Kilo. Und da kaufte er zwei solche Pakete und die fuhren wir im Handwagen dann nach Gruna, wo wir wohnten damals, Utewalder Straße. Und da suchte mein Vater die besseren Marken heraus und die guckte ich mir natürlich auch an, wusch die Marken und machte die verkaufsfertig und fuhr dann ein, zwei Tage später, nachdem er alle gesichtet hatte, in die Stadt, zu einem Händler in die Gronauer Straße und verkaufte die. Und da kam schon das Geld, was er für die 60 Kilo insgesamt bezahlt hatte, dicke wieder raus. Und nun kam die zweite Gruppe dran. Und die zweite Gruppe waren die Marken, die für den Händler nicht so interessant waren. Aber für den Sammler noch. Und da klebte der die Marken dann in Auswahlhefte und gab die in den Verein zur Weitergabe. Und jeder, der da reinguckte, konnte das entnehmen, was er brauchte, signierte das mit seinem Namen und wurde mit dem Geld, was darunter stand, belastet. Und andererseits lieferte der nämlich auch wieder ein, seine Dubletten, und bekam auch Geld wieder raus, wenn dann die Abrechnung fertig war. Und da konnte mein Vater nun zusätzlich noch allerhand herausholen. Und das hatte ich nun schon mit beobachtet, weil ich dann die Marken mehr oder weniger nach dem Bild und der Farbe sortieren musste. Mhm. Ob da 80 drauf stand oder 25, das konnte ich noch nicht begreifen. Aber die 25er war eben blau und die 80er, die war braun. Und wer da drauf war, das war mir auch egal, ob das der Goethe war oder ob das der Hindenburg war. Es war wurscht. Aber ich kam schon mit denen in Berührung. Und so bin ich in die Briefmarkensammlei hineingekommen. Mein Vater kaufte mir dann ein kleines Album, wo ich die deutschen Marken einkleben konnte, die ich so bei meinem Vater mit als Abfall kriegte. Und das hat sich gehalten, bis ich dann sogar als Soldat noch in den Buna-Werken solche Rundsendungen meines Vaters mitvertrieben habe. Und als ich dann wiederkam, 1947, bei meinem Vater ins Geschäft mit eintrat, da war ich eben firm drin. Mhm. Ich hatte mir das alles gut gemerkt. Kinder merken sich sowieso alles. Unmöglichste Zeug. Und da brauchte ich mich dann bloß noch weiterbilden. Nicht bloß auf deutsche Marken, sondern auf ausländische. Und auf diese Weise bin ich in den Handel gekommen. Und der Handel hat mir Spaß gemacht. Ich habe dabei viel gelernt. Ich könnte hier beim Günter Jauch manche Fragen schneller beantworten als die Wissenschaftler, die sie da manchmal mit am Wickel haben. Weil ich weiß, wo Honduras liegt oder was Martinique ist oder was die Hauptstadt von sonst wo ist, Vanuatu. Kurz und gut, das sind Sachen, die sitzen bei mir als ein Briefmarkengeschäft. Mhm. So, der Handel in der DDR als Privatperson oder als Händler, als Nicht-Volkseigner, sage ich mal so, ja, der war ja ziemlich war erschwert. Und wir hatten auch Preisvorschriften. Ja.
Und wir hatten auch gewisse Dinge, wo wir kaum einen Händlerrabatt bekamen, ja, weil da Haushaltsaufschlag draufgelegt worden war, Handwerksarbeit in puncto Einsteckalben beispielsweise. Und da blieb uns bestenfalls 7% und Umsatzsteuer war 3%, da blieben uns praktisch 4%. Und die 4% hätten ja für die Miete überhaupt nicht mehr irgendwie gelangt. Aber von Mitte der 70er Jahre hörte das Angebot von solchen Sachen ohnehin auf. Nun hatte ich mich auch dann schon in den 50er Jahren darum bemüht, auch anderes Sammelgut mit aufzunehmen. Denn ich hatte den Gewerbeschein auf Sammlerbedarf. Briefmarken und Sammlerbedarf. Und schließlich ist eine Postkarte auch Sammlerbedarf, weil die gesammelt wurde. Und die Stempel auf den Postkarten waren manchmal interessanter wie die Ansichtsseite. Deshalb habe ich die Ansichtskarten dann in großem Maß aufgekauft. Ich habe Ende der 50er Jahre bereits an sämtliche Zero-Annahmestellen hier in Dresden eine Drucksache geschickt, dass die Ansichtskarten bei mir Stück für 3 Pfennig loswerden. Und da habe ich dann eben auch bei Nachlässen Fotografien mitgekauft. Und da habe ich mich darauf gestützt, alte Dresdner Fotografien zu sammeln. Und ich wusste ja nun nicht, wann die gemacht worden sind. Da bin ich der Sache nachgegangen, woran kann man erkennen? An der Kleidung der Leute konnte man es nicht erkennen, an der Frisur konnte man es nicht erkennen. An den Schuhen konnte man es auch nicht erkennen, wenn sie ganz fotografiert waren. Und da bin ich darauf gekommen, dass die Reklame, die die Ateliers für sich machen, ja, einen guten Hinweis gaben, wann das Bild gemacht worden ist. Die Mode schritt damals von Jahr zu Jahr weiter und die Hersteller von diesen Kartons, auf die die Fotos aufgeklebt wurden, die wurden jedes Jahr von Vertretern den Ateliers angeboten und da wurde das Neueste gezeigt, was in Wien Mode war oder was in Paris Mode war. Und so kam das eben, dass ich mich darauf stützte und daraus direkt ein Register machen konnte, wo die jahrgangsmäßig hingehören, die Bilder. Und das habe ich mit den Briefmarken vereinbaren können, das habe ich mit den Postkarten vereinbaren können. Und dazu sind noch Landkarten gekommen, alte Landkarten, wo die Stadtgebiete, die die DDR gemacht hatte, noch richtig ausgezeichnet waren, wo die Löcher im Boden noch da waren. Also Meinhold-Karten, die bis 1942 gedruckt waren, die waren Schlager absolut und wurde mir alles genehmigt, weil es Sammlerbedarf war. Bei diesen Meinhold-Karten gab es ja auch noch original vom Stein gedruckte. Ne? Ja, aber das sind ich selber ein paar. Welche, die vor 1875. Denn ja, 1875 wurde allgemein in Dresden der Lichtdruck eingeführt. Ja. Schon 74, aber 75 ist die Hauptsache, 74 wurde noch mehr oder weniger experimentiert. Die Lichtdruckkarten, die sind auch noch interessant, aber die Steindruckkarten vor 1875, die sind sehr schön. Gutschmidt-Karte beispielsweise. Sehr schön, vom Schrammstein. Ja. Das ist aber keine Steindruckkarte. Die ist von 1942, die Schrammsteinkarte. Die konnte ich immer mit 50 Mark verkaufen. Da gucke ich nochmal nach, aber meines Erachtens steht Originallithografie drauf. Aber es könnte ja sein, dass es nie vom Stein gedruckt ist. Ja, das ist dann schon fotografisch vom Stein abgenommen. Das könnte ja sein. Ja. Ja, die Karte, da gucke ich heute mal. Die Karte habe ich auch noch. Das war der absolute Renner. Wenn ich da eine kriege, dann habe ich sofort den Kunden an der Hand, der die brauchte. Ja, die habe ich auch noch. Was jetzt interessant ist noch für die Art und Weise, wie in der DDR auch so Handel getrieben wurde, gab es sowas wie Naturalienhandel. Das ist ja was Typisches für die DDR gewesen, dass man sagt, mit dem Geld konnte man eh nicht viel anfangen und man sagt, hier wird das gebraucht und dafür wird das gegeben. Gab es sowas in Ihrem Bereich auch? Ich kann mich schon erinnern, dass ich einen Bäckermeister hatte, der am heiligen Abend früh bei mir im Laden stand und mir einen Quarkstollen brachte, als Dankbarkeitsbeweis, aber nicht um mich zu bestechen. Nee, ich meine damit gar nicht bestechen, ja, sondern als Zahlungsmittel. Nee, Zahlungsmittel nicht. Das gab es nicht. Zahlungsmittel war dann im Stillen immer der Westmark. Ah. Und das wurde natürlich, ach, es kam ja genügend Besuch von drüben rüber. Und wo die das Geld versteckt hatten, das weiß ich nicht. Ob sie es unter der Brust hatten oder sonst wo. Und das war dann
die Zweitwährung und da könnte man ja dann im Intershop oder irgendwo was einkaufen, was man braucht. Denn der Kaffee ist Pfund für 40 Ostmark, war doch ein bisschen happig, während es drüben eben plus 8 Mark kostete. Mhm. Da oben, da steht noch eine Flasche von Bowles, die Ballerina Bananenlikör. Und wenn man die unten aufzieht, da tanzt die Ballerina da drin. Das ist also im Intershop. War meine Frau mit mir einkaufen. Und da ist praktisch das Westgeld, wie das der damalige war, Sprachgebrauch eben war, der kam aus dem ja, Handel. Das war das, was als Naturalie bezeichnet werden könnte. Ja. Ich hatte gelesen in dem sehr schönen Artikel, die wollten DDR Geld haben. Ach so. Denn in Ungarn gab es noch keine Plasteeimer oder Plasteschüsseln und das gab es eben hier bei uns. Mhm. Und jetzt wollten die natürlich nicht leer zurückfahren, da brachten die Briefmarken mit. Und ich konnte die Briefmarken eben nicht kaufen. Und da brachte der Ungar eben ungarische Salami mit und kriegte Geld dafür, aber keine Briefmarken. Und der Russe, der mir Briefmarken mitbrachte, der brauchte auch bloß Geld, weil der hier Musikinstrumente kaufen wollte. Und der Tscheche, der brauchte Geld. Das kriegte er für die Schuhe, die er mir mitbrachte. Also das ist ein Tauschhandel gewesen, ja. Aber das kann man nicht als Bezahlung für mich ansehen. Ich gab dem das Geld. Aber das konnte ich bloß aus meiner Tasche bezahlen. Aha. Das konnte ich nicht ins Geschäft reinbringen. Also die Schuhe brachte ich für mich persönlich. Mhm. Und die Salami brachte ich für mich. Und als es dann zu viel wurde, da habe ich die Verwandten damit versorgt. Bloß bei den Briefmarken, die mir der Russe mitbrachte, da musste ich mir nun wieder Leute suchen, Handwerksmeister, die genügend Schwarzgeld hatten und diese seltenen Briefmarken kauften. Hm. Was waren das für Marken, die mitbrachten? Meistens Altdeutschland. Also einer, der brachte mir mal Alt-Hannover mit, also wunderbare Stücke. Das war auch geplündertes Zeug gewesen, aber Gott, was nützt das? Und das hat dann einer als ein also der Wilsdorfer oder Kesselsdorfer Gegend Handwerksmeister gekauft, der immer mal ein größeres Objekt suchte. Naja, das waren so die Ausländergeschäfte, die man gern gemacht hat. Und das konnte ich nicht durch die Bücher gehen lassen. Ich kriegte von den Russen böse Scherereien. Und der Handwerksmeister war froh, dass er sein Geld untergebracht hatte. Was würden Sie sich für Dresden wünschen? Was vermissen Sie? An sich vermisse ich in Dresden nichts. Wir haben die Straßenbahn, wir haben die Omnibusse. Wir brauchen nicht so viel Luxus. Mhm. Also ich vermisse da die Bescheidenheit. Ja. Wenn die schon wieder einem neuen Typ der Straßenbahn tüfteln, der breiter ist als die jetzigen Bahnen, dann müssen die Gleisbecken ja schon wieder verändert werden. Das ist doch Irrsinn. Wir sind schon mit diesen Wagen überbelastet. Denn ich sehe das doch, was mit der Elf hier transportiert wird. Da genügten auch die Tiefzüge, die nach Klötzsche fahren. Das sind die mit den 5 Gliedern und die 7 Gliedrigen. Die sind mir. Das ist zu viel. Ne? Wahnsinn, ja. Also die Bescheidenheit, die wäre mir lieber. Ich bin alt, vielleicht bin ich zu bescheiden gewesen. Nee, deswegen, Sie können das ja auch sagen. Ja. Das ist ja auch gut, wenn Sie das sagen, ja. Weil jemand anders sagt das ja so nicht. Ja. Und genauso ist das eben mit dem Operettentheater und genauso ist das mit anderen Dingen, die WOBA, die jetzt nur verkauft wird. Warum denn nicht, wenn das Privatunternehmer machen? Und wenn die mit der Miete keinen Schindluder treiben, dass die praktisch die Miete übernehmen, die WOBA hat, dann ist doch geholfen. Mhm. Da brauchen die gar keine Proteste machen. Diese Protestfummelei der Grünen, die kotzt mich an. Denn die wollen ja bloß ihre Ideen verwirklichen. Mhm. Und das sind aber nicht die Ideen von allen, deshalb kriegen die auch
nie mehr als 9% bei den Wahlen. Also gibt es 90% Normaldenkende und bloß 10%. Und dem muss ich mich nie unterwerfen. Herr Mülde, wir danken Ihnen ganz herzlich. Ja, bitte sehr.